Ich bin Ina Heinrich, habe Medienmanagement studiert im Jahrgang 08. Ich arbeite beim Mitteldeutschen Rundfunk, habe da ursprünglich in der Unternehmenskommunikation angefangen und inzwischen bin ich Protokollreferentin der Intendantin. Also ich sorge dafür, dass die Intendantin des NDR, wenn sie sich auf öffentlichem Parkett bewegt, weiß, wo sie hin muss, weiß, wo sie sitzt, wen sie ansprechen muss, kümmere mich auch um ihre Reden teilweise. Ich bin sozusagen die gute, unsichtbare Seele im Hintergrund. Also ich habe mit Weida ganz klassisch angefangen in meinem Bachelorstudium, habe da ganz viele Projekte hier gemacht, die es auch teilweise heute noch gibt, einige gibt es nicht mehr, wie ich gehört habe. Habe dann mein Bachelorpraktikum schon beim Mitteldeutschen Rundfunk gemacht und habe gedacht, oh, jetzt ne, MDR, die große Glamourwelt tut sich auf. Und tatsächlich war es das auch. Also man erlebt ganz, ganz viel. Diese Fernsehshows, die man miterleben darf, auch in der Politik sind wir viel unterwegs, treffen da ganz viele tolle Menschen, interessante Personen, jeden Tag jemand anders. Also ich habe schon relativ früh den Wunsch gehabt, was mit Medien zu studieren. Ich mache mal was mit Medien, ist so der Klassiker, wo alle drüber lachen. Ich war nämlich schon während meiner Schulzeit beim Lokalfernsehen bei uns zu Hause und habe relativ schnell gewusst, dass ich auch in die Richtung beruflich gehen möchte. Aber mir war wichtig, einen praktischen Ansatz zu haben. Und das ist halt das, was es in MitWeida gibt. Ich war nie so der Bücherwälzer. Und die Befürchtung hatte ich bei einem Studium an einer Universität. Deswegen war Fachhochschule für mich ganz toll. Und das, was ich dann hier auch im Vorfeld erlebt habe, an Praxisbezug, hat mich voll überzeugt, weil ich auch der Meinung bin, dass man mit diesem Handwerkszeug, was man hier lernt, im Beruf viel besser einsteigen kann, als jemand, der im Studium viel theoretischer unterwegs war. Ich habe in MitWeida gelernt, selbstständig zu arbeiten, selbstständig zu werden, selbstbewusst zu werden auch und habe auch gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich auf ein Team zu verlassen, dass man im Team arbeiten kann und muss und dass das auch wahnsinnig viel Spaß macht. Das hat sich auch in meinem späteren beruflichen Leben sehr ausgezahlt, weil auch dort es immer wieder so ist, dass man selbstbewusst Entscheidungen treffen muss. Das muss ich ganz, ganz oft und das habe ich mit Weida auch gelernt, Entscheidungen zu treffen, hinter den Entscheidungen zu stehen, dafür auch die Verantwortung zu übernehmen, wenn es mal schief geht. Die Möglichkeit hat mir die Hochschule zum Glück auch geboten. Man durfte hier Fehler machen in der Ausbildung, es ist völlig legitim. Man sollte nur vermeiden, den gleichen Fehler zweimal zu machen und das nehme ich mir auch heute noch zu Herzen.